Die ausverkaufte Anfield Road in Liverpool. Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München. Und tatsächlich über 54.000 Zuschauer da. Große Namen auf beiden Seiten. Liverpool in Rot mit dem besseren Start. Fünfte Minute. Die Bayern hatten 5 Stürmer aufgeboten. Das Verteidigen vergessen. Owen mit der Flanke auf Kuyt. Mehr als 100 Länderspiele für Holland, Dirk Kuyt. Und das 1:0 für den FC Liverpool. Nichts zu halten da für Jörg Butt. Und wieder Liverpool unterwegs. Butt macht den Fehler. Und das Tor von Michael Owen, der im Herbst 2001 bei dem Länderspiel in München für England 3 Tore zum 5:1 der Engländer gegen Deutschland markiert hatte. Liverpool immer noch tonangebend. Liverpool mit allen Körperteilen da. Fowler und der Bauch. Robbie Fowler, Liverpools Stürmerlegende. 3:0, 17. Spielminute. Die Bayern hatten nichts zu melden zu Beginn dieser Partie. Aber das änderte sich. Jetzt kamen die Münchner. Luca Toni ist zur Stelle. 20 Minuten gespielt. Münchens größter Frauenversteher aller Zeiten nach Seroberto's Hereingabe. Und nur noch 1:3 aus Sicht des FC Bayern. Dann die 23. Spielminute. Paulo Sergio für Alexander Zickler. In Österreich nicht nur Fußballer des Jahres, auch einmal Künstler des Jahres geworden. Hier macht er ein wunderbares Kopfballtor. Und die Bayern sind noch näher dran an einem guten Ergebnis. Paulo Sergio, dreimal in seiner Karriere Torschütze des Monats, weil er solche Dinger immer wieder reinzwirbeln kann. Der Ausgleich nach einer halben Stunde. Und jetzt eine vollkommen verrückte Situation. Wir haben sie gar nicht so richtig im Bild. Zunächst einmal Xabi Alonso ist beteiligt und Alexander Zickler. Und wir sehen hier, warum Xabi Alonso bis vor kurzem ja noch bei den Münchnern, jetzt im Liverpooler Legendentrikot in der ersten Halbzeit. Und der bedient da Alex Zickler. Also 4:3 für die Bayern. Freistoß, Fowler abgefälscht. 8 Tore in der ersten Halbzeit. Unglaublich, was da los war an der Anfield Road. Großartige Unterhaltung. Fowler schießt, Zickler an, nichts zu halten für Jörg Butt. Also eine erste Halbzeit, die ungemein spektakulär daher kam. Und Xabi Alonso jetzt mit der 14 im Bayern-Trikot in der zweiten Halbzeit mit seinem Tor. 5:4 für die Münchner, 73. Spielminute. Die Bayern bis kurz vor dem Ende vorne. Dann kommt ein Norweger, dann kommt Björn Torre, Kvarme. Und macht den Ausgleich. 5:5, 10 Tore an der Anfield Road. Über 54.000 ausverkauft. Ein unglaubliches Spiel. Alles für einen guten Zweck. Großer Beifall, viele Emotionen. Ein toller Nachmittag.